Ja, hallo und guten Morgen aus der Schau Christi in der Natur ausdehnen, der Podcast. Ja, ich wünsche erstmal einen wunderbaren Tag heute und möchte heute nochmal ein bisschen teilen, was wir in unserem Kurs, in unserem Seminar der Heilige Geist und seine Führung heute durchgenommen haben. Also wir haben ja wieder Absatz für Absatz gelesen, zwei Absätze. Wir sind jetzt da in dem Kapitel 4, die Illusionen des Ego, Römisch 7, Schöpfung und Kommunikation. Und heute haben wir Absätze 5 und 6 durchgelesen, vorgelesen und erklärt. Ich werde hier auch unterhalb von diesem Podcast einen Link versehen, der zu diesem Video führt. Allerdings ist dieses Video jetzt noch nicht öffentlich. Das wird erst in einigen Wochen öffentlich werden. Aber dann kann man das sich immerhin dann anhören. Ja, es geht darum, es wurde heute nochmal ganz klar dieser Unterschied zwischen Haben und Sein, den wir hier in dieser Illusion ja kennen. Das heißt also, wir sagen ja hier in unserer Illusion, ich bin der und der, also ich bin zum Beispiel hier Andreas und ich habe zum Beispiel ein Auto. So, und im Himmel ist es aber so, da ist Haben und Sein kein Unterschied. Also da sind wir einfach alles. Es ist ja nichts Gegenständliches, es ist ja alles im Geist, alles geistig. Und da ist Haben und Sein im Himmelreich, ist da kein Unterschied. Und an einer anderen Stelle wurde ja auch vor kurzem noch gesagt, du selbst bist das Himmelreich. Was außer dir hat Gott erschaffen? Du bist also das Himmelreich und du bist im Himmelreich und du hast das Himmelreich. Also das alles ist letzten Endes eins. Da gibt es keinen Unterschied. Und so kommen wir dem Denksystem Gottes etwas näher. Dieser Einsgesinntheit, wo alles nur eins ist, in dem Sinne, dass wir auch schon da keine Unterschiede machen. Weil es ist ja klar, mit dem Körper, wenn wir uns im Körper identifizieren, getrennt von allem, dann können wir natürlich so denken, das ist das Denksystem des Ego, da können wir egozentrisch denken oder egoistisch denken und sagen, ich will das haben und mir soll das gehören und das ist mein Eigentum oder ich will dies besitzen oder ich besitze dies und will es nicht hergeben. Genauso können wir auch in Beziehungen denken. In Beziehungen, wenn wir eine Partnerschaft eingehen, können wir auch denken, das ist meine Partnerin, das ist meine Frau, meine Freundin, meine Geliebte oder mein Geliebter, mein Mann, mein Ehemann, mein Freund. Und ja, wenn wir ganz genau gucken, betrachten wir das auch so ein Stück weit als unseren Besitz, als unserem Eigentum und wollen dann, dass dieser andere Teil dieser Beziehung nicht das tut, was wir nicht wollen, was er tut, zum Beispiel. Oder dass er das tut, was wir wollen, dass er das tut. Und so kommen diese ganzen Konflikte in Beziehungen auf. Wenn wir das genau beobachten, dann sehen wir das. Also wir wollen da die Schöpfung nicht freilassen. Wir wollen nicht akzeptieren, dass wir das selbst sind, dass wir das alles selbst sind. Und heute ist halt die Aufgabe für den Tag, dass immer, wenn wir in so eine Situation kommen, uns vom Heiligen Geist etwas geben lassen, also dass er durch uns zum Beispiel den Satz sagt, Haben und Sein sind im Himmelreich ein und dasselbe. Lasst euch dann diesen Satz geben und lasst euch das in diesem Geist denken. Lest euch diese zwei Absätze mal durch und fühlt euch mal in euch hinein. Das kann ja jeder für sich auch mal machen.
lasst einfach zu, wenn es um das Thema heute geht, ich fühle mich ungerecht behandelt oder ich habe das Gefühl, dass hier irgendetwas schief läuft, dass irgendwelche Leute irgendwas hinter meinem Rücken machen. Irgend sowas, ja, wenn irgend sowas passiert in deinem Denken, dann lass den Heiligen Geist durch dich denken, durch dich sprechen, dass alle Dinge in Gott eins sind und das Haben und Sein nicht getrennt voneinander sind. Und dass das alles kein letztlich in Wirklichkeit kein Problem darbietet. Heute auch mal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde zu diesem Thema. Was bedeutet denn, Haben und Sein sind im Himmel nicht voneinander getrennt? Das einfach mal damit meditieren. Immer wieder, wenn du wieder zu dir kommst, sagst du wieder im Geist, Haben und Sein sind im Himmel eins. Okay, das war's von mir heute. Die Anregung für die Inspiration für heute. Und ich wünsche dir einen wundervollen Tag in der Show Christi.